Let's play some games, weil Zocken geil ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer Woche mit Mark of the Ninja. Ich bin der Kuso von Let's Play Some Games und ich werde euch diese Woche den schönen Titel von Klei Entertainment präsentieren. In Mark of the Ninja übernimmt ihr die Rolle eines namenlosen Helden, dessen Clan von einer Sicherheitsfirma angegriffen wird. Da wir dies natürlich nicht ohne weiteres zulassen können, werden wir uns auf hoffentlich leisen Sohlen und ungesehen bis zur Chefetage hochschleichen und dort den Chefs mal die Leviten zu lesen. Dabei werden uns verfluchte Tätowierungen helfen, die unsere Wahrnehmung schärfen. Welchen Preis diese Tätowierungen haben, erfahrt ihr später im Spiel. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Spiel schon einmal durchgespielt, aber fürs Let's Play werde ich von vorne beginnen. Am Anfang einer jeden Mission dürft ihr verschiedene Techniken, Ablenkungsgegenstände oder Angriffsgegenstände kaufen. Dies macht ihr über Siegelpunkte, die ihr rechts oben im Bildschirm seht. Diese Siegelpunkte erhaltet ihr wiederum nach Beenden einer Mission für verschiedene Herausforderungen, wie zum Beispiel keinen Alarm auslösen oder keine Leute töten. Des Weiteren dürft ihr euch verschiedene Stile aussuchen. Am Anfang gibt es leider nur einen. Durch spätere Herausforderungen oder Durchspielen bekommt ihr noch weitere. Ihr dürft euch einen Ablenkungsgegenstand für diese Mission dann aussuchen und einen Angriffsgegenstand. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Intro. Hey, you. Don't you hear the bell? Die ist ja kaum zu überhören, Kleines. I'm here to help you. Rule number one, don't get me killed. Diese schöne Dame, die sich Oa nennt, wird euch während des Spiels die ganze Zeit begleiten, verschiedene Tipps geben oder euch den Weg weisen, was ihr als nächstes tun müsst. Oh, wollen wir mal? So. Während des Spiels bekommt ihr ein Tutorial on the run, wie ihr hier so schön seht. So, mal hier runter. Und durch. We got the one that ran away, sir. They should all be killed or captured now. Excellent. Stand down and get ready to leave in 15. Genau. Da dies ein Stealth-Spiel ist, müssen wir halt versuchen, so wenig wie möglich auszufallen. Das heißt, das Licht ist unser Feind, da wir hier gesehen werden. Und wir dürfen nicht zu laut sein, da wir sonst gehört werden. Wait, where's your sword? Stick to the darkness until you find one. Ja, ich hab noch kein Schwert. So, also im Dunkeln bleiben. Watch out, they're coming this way. Man sieht hier schön, dass die Schritte von denen auch Geräusche machen, sodass, wenn zum Beispiel über uns einer läuft, wir die Schritte hören können trotzdem. Okay, so. Keep moving. Ja, ja, mach ja schon, mach ja schon. More of them. Find a place to hide. Ja, habt doch schon einen. Immer schön vorbei. Vernünftige Sicherheitsleute hätten auch mal die Räume kontrolliert, aber nun gut. So, eine schöne Gelegenheit, das zu zeigen hier, ist, dass das Environment auch leer macht, wie zum Beispiel Vögel. Wenn man an denen vorbeigeht oder die erschreckt, dass sie Lärm machen. Ja, doch rennen wir nicht. Wir könnten sie totally sell them to a gallery. And the blood will make them look even more authentic. Ja, Bombe. Das Blut meiner Kollegen. Get under that ledge. From there, you can pull yourself up.
Ja, ich könnte Spider-Man Konkurrenz machen. So. Kletterhaken. Der Kletterhaken ermöglicht es dir, dich an Haltepunkten einzuhaken, indem du RB drückst. Schön. Das heißt, wir kommen jetzt auch an solchen Stellen wieder oben. So. Und zapp. Runter mit dir. Would you hurry up? This place is giving me the creeps. It still feels like we're being watched. Was? Wer guckt euch denn an hier? Ich doch nicht. Und hab und weg. Good thing you were out cold. Looks like they don't know you're alive. Let's keep it that way. Ja, das hoffe ich auch, aber ich habe da so ein Gefühl, dass das nicht immer so funktionieren wird. Das Schwert von Tetsui. Die Leute vom Blablabla. Es ist ein Schwert und ich kann Leute töten. The beginning of the kill is like embracing a lover. The end, of course, is not. Ja, kommt auf den Lover an, ne? Also, ich kenne da einige. Na, lass mal das lieber. Good work. But remember, you have to be quick to catch them. 400 Punkte für geräuschloses Töten. Natürlich sollte man Quachen, wenn möglich, immer verstecken, da diese auch gesehen werden können und auch Alarm dann ausgelöst wird. Hoppale, da haben wir noch einen. Komm her. Ja! Platsch! Tada! Ich möchte mal wissen, was der für Schuhsohlen hat, hey. So. Pfeile. Mit Pfeilen könnt ihr... The ink from your tattoo has honed your senses. Moment. Focus your thoughts and you can freeze time in your mind. Ja, freeze time in your mind. Mit Pfeilen könnt ihr zum Beispiel Lampen ausschalten, Sicherheitskästen oder in diesem Fall Mechanismen auslösen. Oh, dann wollen wir mal die Zeit anhalten. So. Schön kann man jetzt sehen, dass man hier zum Beispiel die drei Dinger hier targeten kann. Abfeuern. Bam! Und weg ist es. Matrix-Style sozusagen. If you need more cover, you could always destroy the lights. But shattering one will make a loud noise. So be ready for them to react. Ja, das wollen wir natürlich jetzt nicht. Von daher gehen wir mal hier lang. Hier seht ihr gerade rechts unten schön den Geräuschpegel, dass da unten jemand läuft. Gehen wir mal hier oben lang. Nämlich nicht gesehen werden. Passiert früher oder später sowieso noch. So. Schon lange her, dass ich ein ordentliches Stealth-Spiel gespielt habe. Und ich glaube, das letzte Großartige, was bei mir war, war wirklich auch damals Splinter Cell. Zumindest einer der ersten Teile, wo es wirklich mehr auf Stealth ging. Aber ich habe mir von meinem Kollegen, den Kala, sagen lassen, dass der neue Teil auch ordentlich stealthen kann, muss aber nicht. Vielleicht werde ich mir das auch mal antun. So. Ja, da können wir schön sehen, dass wir jetzt einen Kronleuchter runterholen können. Machen wir das doch direkt mal. Ja, macht ordentlich Krach, aber die Wachen sind weg. Und hat. So. We need to make him look the other way. Ja, nichts leichter als das. Da ist ja ein Riesengong. Ja, geh mal gucken. So, jetzt darfst du auch wieder gehen. Let's move on. Hop, dankeschön. See that door? Don't open it yet. Just lean against it and try to sense what's on the other side. Oh, soll ich vielleicht mal bei meinen Nachbarn ausprobieren, ob ich dann auch den ganzen Raum hören kann? Beziehungsweise sehen. Ah, gut. Ah, da oben geht's lang. Gehen wir mal hier schauen. Jawohl.
Lüftungsschächte sind böse. Soll ich irgendwann mal ein Haus bauen, dann werde ich keine Lüftungsschächte reintun. Okay. Machen wir erstmal Licht aus. That just went out. I'm sure there's nothing here. Genau. Du hast nichts gesehen. Geh einfach weiter. So. I scouted up ahead. They're taking Ninja as hostages, and Master Azai is in trouble. We have to hurry. Sensei! Oh, Karte. Hm, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber ungefähre Richtung kann man ja dadurch erahnen. Okay, guck mal hier oben. Ach Gott, da ist ja auch einer. Dann gehen wir lieber mal unten lang. Flitsch! Ah. Gibt Spiele, die sind leiser. Leiser da schon. Nicht so brutal. They caught us by surprise. Mein Kollege mal befreien hier. Es gibt natürlich mehr Punkte, wenn ihr überhaupt nicht gesehen wird und auch keine Leute tötet. Von daher werde ich das mal versuchen. Hahaha, soweit es bei mir möglich ist. Ich hoffe mal, der sieht mich jetzt nicht. Ah, gleich verstecken. Gott sei Dank. We killed as many as we could, but they overwhelmed us. Bösen Männer. Ja. Gucken wir mal hier unten lang. Komm her! Oh, und direkt versteckt. Das war der letzte, den du geschlagen hast. Leute, leider kann man die Leute nicht in so Haustüren oder sowas verstecken. Naja, okay. Mal weiter. Don't worry about me. Go save Master Azai. Ja, Sensei. Ich komme, Sensei. Ist da nicht. No, da ist keine Tür. Dann gehen wir mal lieber oben lang. Ja. Lieber nicht. So. Rohren kann tödlich sein. Sensei! You picked the wrong guys to rob, Sensei. It's time for the old man to retire, boys. Ja, die verprügeln meinen Sensei. Hey! Ah, so viel dazu. Okay, das machen wir mal anders. So.
Jesus, what the hell? Yeah, so baby, death from above. Sensei, ich hab sie gerettet. For centuries we have stayed hidden. We shunned the modern world and its jackals. But today, our enemies have found us. We must strike back. We will fight for our survival and our honor. I foresaw this day would come. And so, I called upon a champion to fight for us. He has accepted the first mark. He will defend the clan at a terrible cost.